Also du sagst quasi, man kann Charaktereigenschaften kategorisieren in dem Monat, an dem die viel bumsen. Ja, ja, guck mal. Ich denke mir okay, halt das so... Das ist was dran. Ich glaube, das ist was dran. Hallo, herzlich willkommen zum Edeltalk zusammen mit Dominik und Kevin. Ja, moin Leute. Ich habe gerade, bevor wir rein sind, zu Roa Madra noch von der Seite zu mir gesagt, Bruder, was sind Triolen? Und dann hast du das Intro gemacht, deswegen war ich kurz ein bisschen verwirrt. Ja, wir haben Roa Madra hier, Leute. Ja. Boah, das war das beschissenste Intro ever. Der nicht weiß, was Triolen sind. Weißt du, was Triolen sind? Das sind diese drei Noten, wo so eine 3 drüber steht. Und dann muss man die so komisch, in diesen komischen Rhythmus, dieses Bab, bab, bab. Dominik macht jetzt hier so, seit 2 Wochen macht er wieder so Saxophon. Ja. Und jetzt macht er hier so einen auf, ihr wisst nicht, was Triolen ich sind. Ich lehne mich da mal... Wenn du eine Triole geschrieben hast, du spielst Saxophon, musst du so aufhören, kurz klatschen, wieder weiterspielen. Jetzt merkst ja? Nee. Okay. Jetzt. Bro, what the fuck? Weißt du ja nicht, was Saxophon für eine Religion ist. Krasse Religion, sag ich dir ehrlich. Ja, okay, geil. Da wird viel, wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich habe mir dies und dies Saxophon geholt. Ah, Bruder, aber also andere wäre besser gewesen. Oder ich habe mir das und dies Blätzen oder so. Gibt es da so Backseat-Saxophon-Spieler? Ja, krass. Also wahrscheinlich bei allen Instrumenten. Ich denke, wenn du dir so eine E-Gitarre holst, dann sagen die so, ah, Bro, wieso keine Fender, so und so. Oder weißt du, so. Bro, das, aber das, immer. Das Schlimmste bei so Leuten, die so immer sagen, es ist falsch, ist, wenn du, Jim ist das Number One. Jim ist Number One, ja. Bruder, wirklich. Wenn du hast keinen Personal Trainer oder so, du bist einfach verloren. Du machst irgendwie Liegestütze, einer sagt so auf TikTok auf einmal, Bruder, wenn du Liegestütze machst, 10 am Stück, dann brichst du dir irgendwann das rechte Knie oder so, ja. Dann machst du irgendwie, keine Ahnung, machst du Bizepsmaschine, dann ist das wieder falsch, ja. Digga. Also ich finde gerade dieses Thema Fitness, weil ich habe erst so ein bisschen gelacht, als du es gesagt hast, und dann ist meine Miene aber sehr ernst geworden. Aha. Das könnt ihr sehen, wenn ihr auf YouTube zuschaut. Boah, kranker Plug. Nee, aber wirklich, weil das ist inzwischen nicht mal mehr so, dass man sagt, ja, okay, weißt du, jeder hat seine Meinung, sondern inzwischen ist wirklich schon so, Bro, so, Das ist wirklich schon so kurz vor, es spalten sich einzelne Religionen oder so ab. Ja. So die Anhänger von diesem, der sagt, ey, ihr müsst auf eure Muskelausführung achten. Dies, oder das, wenn du dann noch in so Supplement-Stuff reingehst. Ja, das ist ja immer noch mit dabei. Dann alles vorbei. Ist ganz verrückt. Ich saß so in meinem Box-Gym, das, so Pre-Ohr-Unfall. Und ich glaube, da haben wir im Podcast noch gar nicht drüber gesprochen, ne? Ja, die Kurzstory ist, Tim, mein Assistent, hat mir aufs Ohr gehauen und ich habe einen 40% Riss in meinem Trommelfell links. Und kann er eigentlich nicht mehr so richtig boxen. Du musst kurz sagen, wie viel Erfahrung Tim hatte. Wie gut ist Tim im Boxen, dass er dir so eine Verletzung zufügen konnte? Ja, aber vielleicht ist das genau eher das Problem. Es war das zweite Training von Tim allgemein. Oh. War cool. Okay. Ja. Also meinst, er hätte gar keine Erfahrung. Ja. Du hast es nicht geschafft und du hattest irgendwie 4 Monate Erfahrung. Ich wollte ja auch nicht dein Trommelfell zertrümmern, ne? Naja, auf jeden Fall. Saß ich da auch am Tisch und hab mir da irgendwie meinen ganz normalen Proteinshake reingehauen und meine EAAs oder so. Boah, krass. Jetzt und ist der Erste, der schreibt, was ja, mit ja. EAAs. Ja, das ja. Ist oh mein Gott, das ist auch vom Training. Oh mein Gott, das ist doch dasselbe wie in den BCAAs drin und normale Proteine haben doch auch diese. Inzwischen sind diese TikToks, dass die so sagen. Sorry, hast du dir mal hinten durchgelesen? Da steht doch drauf, da ist L3-Lactoprotolyse drin. Das hat man aber schon lange rausgefunden, dass das falsch ist und so. So, jeder hat studiert inzwischen. Aber auf jeden Fall hast du es genommen. Ja, da kam dann halt so ein älterer Herr zu mir und hat mich erstmal so belehrt. Und ich war so, Bro, keine Ahnung, Alter. Was meinte der? Mein Trainer sagt einfach, nimm die Scheiße und ich nehme die Scheiße. Das kann auch Crack sein. Das kann alles sein. Das kann doch einfach Krokodil sein. Das kann importiert sein aus irgendwie, weiß ich nicht, Afghanistan und komplett illegal sein. Ich nehme das. Wenn der Typ sagt, ich nehme das, dann nehme ich das. Wenn der sagt, spritz dir Krokodil in den Fuß, dann machst du das, Alter. Krokodil, ich glaube, es heißt Crocodile, Bro. Na, auf Deutsch heißt Krokodil. Krokodil. Weißt du, Spiegel-TV-Doku. Krokodil, die Todesdroge Nummer 1 in Osteuropa. Apropos Drogen, hast du schon mal Drogen genommen, Roa Madra? Nein. Okay. Lüge. Zählt, also Gras zählt nicht. Das nee, Gras ist ja keine Droge. Gras zählt nicht. Bro. Roa Madra, nein, ich habe nie was Härteres außer Gras genommen. Würdest du mal irgendwas? Ich würde es gerne mal ausprobieren, aber dann halt unter ganz... Also mit Tripsittern und so, mit Tripsittern, ja. Damit könnte ich es mir vorstellen, das auszuprobieren, aber sonst habe ich tatsächlich Angst vor. Weil ich habe auch Angst davor, dass man sich irgendwie dann einfach verändert. Dass man dann danach nicht mehr diesen Charakter nicht, dass man sich charakterlich dadurch trippt, dass man irgendwie dann so eine krasse, irgendwie so, dass man irgendwie so krasse Erfahrung macht oder so, dass man denkt, nee, so will ich gar nicht leben, wie es gerade ist oder so. Und da habe ich irgendwie gerade gar keinen Bock drauf.
Ja, du meintest ja schon vor dem Podcast, du glaubst nicht an Wasser. Also. Ich glaube auch nicht an Wasser, genau. Ich glaube, da geht es nur ins Positive verändern aktuell. Bro, wir haben das schon mal ganz kurz so angesprochen bei dem Ding, als du das mit Wasser gesagt hast. Ja. Weil es gibt ja so diese Esoterik-Atzen, die dann so kommen mit so, ja, Wasser muss so 3 Stunden links rum in der Badewanne gerührt sein bei Halbmond und dann eine Jungfernhaar muss da reingeworfen werden. Dann ist es erst aktiv und sowas. Aber ich habe mir schon öfter überlegt, man könnte mit so Esoterik-Stuff so viel Geld verdienen. Ja. Seid ihr da, Bro, da bist du ja richtig auf einer, also da, das ist ja, also da bist du der, doch, also da bist du der, ja, Erste. Aber, nee, aber ich meine, dass es halt diese Typen gibt, die das so machen, okay, aber warum machen wir es nicht? Ja, wie? Was willst du machen? Den Dominik Rätselmann Wunderstein, oder? Die Frage ist halt, wie verwerflich ist es? Der Edeltalkstein. Wie verwerflich ist es, den Leuten das Geld abzunehmen? Komplett verwerflich. So, ja? Schon komplett, ja, würde ich aber sie sagen. Wollen ja dran glauben, sie wollen das ja. Die kaufen sich eine Organisation für 12.000 Euro im Garten. Ich habe das Gefühl, das ist genauso eine Argumentation wie Drogendealer, die sagen, wenn ich es denen nicht verkaufe, dann holen die sich das woanders. Ja, das würde ich genauso sagen. Okay, und gut. Das Ding ist auch, die Drogensüchtigen wollen ja die Drogen. Es ist trotzdem ja, nicht gut für sie. Ich sage also, ja nur, die Person will das and also I happen to have it. Und ich stille den Bedarf. Die möchte das Heroin und ich hab's halt so, will ich hier rumliegen. Ne? Also ich check die Argumentation, so wie du meinst halt, die Leute wollen halt dran glauben. Es ist halt die Frage, verkaufst du es einfach und sagst so, hey Leute, hier sind 10 Wundersteine? Oder sagst du halt so, hey, wenn ihr die habt, dann wird euer Penis 2x mehr steif oder so. Weißt du, so verkaufst du das dann so. Okay. Weißt du, dann machst du denen so mäßig falsche Hoffnungen. Wenn okay. Du einfach sagst, hier sind 10 Steine, macht damit, was ihr wollt. I don't know. Ja, aber dann würdest du es auch nicht so gut verkaufen dann können. Ne? Verkaufen. Du musst es halt, lügen. Schreiben, du so. Musst halt diese ganze Geschichte drum rumspinnen. Das muss alles so ein bisschen Sinn machen. Aber ja, dann gut. Ist halt auch, könnte man auch wieder argumentieren, wenn man diese ganze Geschichte drumherum spinnt und sagt, das hilft dir irgendwie bei, weiß ich nicht, bei deiner Konzentration, wenn du diesen Stein da liegen hast, ja. Dann glauben die Leute vielleicht so doll dran, dass es dann am Ende vielleicht sogar wirklich funktioniert. Die so Placebo. Ja, die Psyche funktioniert ja so. Ja, es kann oder sein. Kann so funktionieren teilweise. Okay, ich glaube, ich würde, ich finde es moralisch okay, solange man halt nicht sowas sagt wie, ey, wenn du das und das machst, dann wird deine Krankheit weggehen. Weil dann, boah, das ist das, weil das gibt's ja auch. Das ist so das krass. Ist uncool. Aber solange du sagst, Penis länger, Bro, würde ich sagen, ja, mach. Wenn das halt plötzlich länger wird, ist das nicht mein Problem. So, weißt du, das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Ja, weiß ich nicht. Hat das irgendein YouTuber oder Streamer oder so schon mal gemacht? Irgendeine Social-Media-Person? So, also wie nennt man das? Wie heißen die Wundersteine? Wie heißen die denn, Bro? Heilsteine, ja. So ich was. Bin mir nicht sicher. Also ich glaube, ich weiß, ich habe es nicht gesehen, was das genau war, aber Paulina Rudzinski hat, glaube ich, so einen Kalender gemacht mit so Sternzeichen, so einem Sternzeichenkalender. Was ja basically dasselbe, was ja auch in die Richtung geht, oder? Jetzt wirst du auf Twitter geschlachtet. Jetzt werde ich wahrscheinlich auf Twitter geschlachtet. Ich weiß es, ich habe es mir nicht angeschaut, aber. Also es ist ein Kalender mit Sternzeichen drin. Oder ich glaube, ein Buch mit Sternzeichen, wie du die deutest und die dir dann bei deinem Leben helfen und so. Was ja auch, also meiner Meinung nach, auch Schwachsinn ist, weil. Wie jetzt? Ja, wollte ich gerade fragen. Glaubt ihr daran? Also, weil ich habe so das Gefühl, ich denke auch eher, dass es Schwachsinn ist, aber falls es stimmen sollte, glaube ich, es hat jetzt nicht irgendwie mit dem Mond zu tun, sondern ich glaube eher, dass es dann, also meine Theorie zu Sternzeichen, falls es irgendwie juckt, keine Ahnung, ist, Nee, nicht mich auch, dann, nee, du kannst jetzt aufhören zu reden. Dann skippen wir das. Nee, sag mal deine Theorie jetzt. Nee, meine Theorie ist halt einfach, dass... Es spricht mal, der Professor Martin Lange von der Uni Leipzig. Herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung. Nein, pass auf jeden Fall... Ich habe eher das Gefühl, dass es so ist, dass Eltern, also beziehungsweise Couples, die halt zum Beispiel viel Sex haben im Winter. Wow, wo kommt die Sex nochmal her? Ja, warte. Hey, Ruhe im Saal. Schau. Couples, die wenn ich jetzt, ich bin jetzt Wassermann, ja? Ich bin also im Januar geboren und ich glaube Anfang Februar geht auch noch oder so, keine Ahnung. Ja. Yeah. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich Wassermann Januar. Das heißt, ich bin gezeugt worden im Sommer davor oder so, richtig? Oder 9 Monate davor, also ja. im Mai. Nein. Bin ich dumm? April. Ja. Oder? Ja. April. Der 4.9.1 Januar. Minus ja. April, ja. Genau, ja, ist ein ekliger Gedanke. Ist cool, aber, was ich vorstelle, ne? Ja, okay. Aber ich bin im April so gezeugt worden quasi. Und vielleicht war es so, dass meine Eltern im April irgendwie mehr Sex hatten als sonst. Ja. Also natürlich ist es so ein statistisches Ding. Ja, klar. Ja. Und Leute, die zum Beispiel im April mehr Sex haben als sonst, die sind so und so drauf und erziehen dann ihr Kind so und so. Bah. Zum Beispiel Leute, die jetzt, sagen wir mal, im Mai oder so mehr Sex haben, das sind dann die Leute, die im Februar geboren werden. Keine Ahnung, was das für ein Sternzeichen ist. Das sind dann zum Beispiel Eltern, die erziehen ihren Sohn dann so, dass er ein Fuckboy wird. Das ist meine Theorie. Okay, also basically, Herr Professor, vielen Dank für Ihre Rede. Also du sagst quasi,
man kann Charaktereigenschaften, die sich dann in einer Erziehung auch widerspiegeln, kann man sozusagen kategorisieren in dem Monat, an dem die viel bumsen. Ja, ja, guck mal. Ich denke mir halt das so. Das ist was dran. Ich glaube, das ist was dran. In welchem Monat bummst du denn viel, Rumatra? Das sage ich jetzt nicht. Ganz einfach. Ja, guck mal. Ich denke mir halt so, okay, klar, wenn man jetzt denkt, okay, April und Mai oder so, das ist ja nicht viel auseinander. Aber vielleicht gibt es ja so, Sommer- und Winterfucker, weißt du? Okay. Weil, guck mal, es gibt safe Leute, die im Winter das irgendwie nice cozy finden und so und dann haben die mehr Sex, boom. Ja. Und dann gibt es safe Leute, die dieses im Sommer geil finden. Dieses, ja, so ein bisschen, man schwitzt ein bisschen und so, man ist draußen. Ja, da bin ich eindeutig ein Winterfucker, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ich weiß nicht, bist du ein Winter- oder ein Sommerfucker? Ich glaube, ich bin generell einfach immer Fucker, würde ich sagen. Da gibt's einfach geil. Ansage, Digga. Digga, Mr. Feel Sex. Ja, was bei dir, Alter, als ob du jetzt im Sommer mehr Sex hast als im Winter oder so. Ich würde aber, bei mir ändert sich das nicht. Bei mir ist, glaube ich, einfach so ganz normal einfach die ganze Zeit. Boah, ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich bin eher so ein stabiler Sommerfucker. Ja? Bist du stabiler Sommerfucker? Ja. Boah, schreibt das mal in die Kommentare, ob ihr da bei euch einen Unterschied merkt. Das würde mich echt interessieren. Boah, ein kleiner Throwback zu der Folge, als ich im Krankenhaus lag, ne? Ja. Könnt ihr euch gerne danach auch reinziehen. Auf YouTube. Die Folge heißt einfach Dominik liegt im Krankenhaus. Bin ich auch einer unserer. Das ist eins der krass Performance-Videos. Ja. Und da war das halt so, dass ja dann festgestellt wurde, dass basically mein Herz nur zu so 30% funktioniert hat, so von der Leistung her, wegen allem Blabla, Bullshit. Und ich habe das eigentlich davor nicht so gemerkt. Also, weil ich habe nicht gemerkt, dass ich irgendwie jetzt irgendeine Auswirkung davon hatte. Weißt du so, dass ich jetzt voll schnell außer Atem bin oder so? I guess. Ich dachte es zumindest nicht. Aber wo ich es eben, wenn ich es im Nachhinein vergleiche, wo ich es halt krass gemerkt habe, ist beim Bumsen. Also kurz davor. Und wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, Bro, jedes Mal in diesen Monaten, bevor ich da ins Krankenhaus gekommen bin, war beim Bumsen wirklich russisches Roulette, ob mein Herz stehen bleibt, ne? Das hätte einfach sein können. Bro, weil es ja nur noch beim Orgasm, oder was? Ja, generell Anstrengung und halt Orgasm. Das ist ja so eine Anstrengung für den Körper, richtig? Und das Herz war ja eh schon voll schwach. Stellen auch viele Rentner wenn die kommen, ne? Ich war basically wie so ein Opa, der beim Bumsen gestorben wäre. Rentner haben auch statistisch gesehen am meisten Sex, ne? Wusstet Rentner? Das? Ja. Also nein. Alte Leute, doch, weil das die ist haben. True. Das ist true. Die haben, weil die viel Zeit haben. Gehört. Ich schwöre es, aber das ist bei mir auch, immer wenn ich viel Zeit habe. dann habe ich mehr Bock da drauf, einfach. Ja, hä, normal. Ist normal, klar. Normal. Was soll ich jetzt, wenn ich jetzt am Tag 10 Stunden streame, da ist ja gar keine Zeit für Sex oder für Fappen oder so. Wer sagt Fappen noch? Ich sag Fappen. Sagt man das noch? Klar, kann man nicht. Schon Jackson, ja? Ich hab Fappen. Ja. Jackson, was ist dein Wort für sich einen runterholen? Also Jackson ist auf jeden Fall abmelken. Jackson ist nicht besser, Bro. Den Schwanz abwichsen. Den Schwanz abwichsen, okay. Von mir aus. Ja, okay, fair, weil man hat halt nicht mehr so diesen Stress, diesen Alltagsstress. Ja. So. Die stehen halt vor, denken sich, oh, was jetzt machen, die wissen nicht, was Internet ist, die wissen nicht, was Videospiele sind und haben sie halt Sex. Stell dir vor, du bist so eine Gilf und du hast so Sex mit so einem Mann, der auch alt ist. Und dann stirbt er auf dir, während er kommt. Ey, das habe ich schon mal gehört. Das hat eine Prostituierte erzählt, die meinte, sie hatte Sex mit einem Freier, der war halt sehr, sehr, sehr dick. Ich weiß nicht. Der Gag lag in der Luft und nur du konntest ihn bringen. Ja. Aber ich habe ihn noch kurz genossen. Bisschen. Ja. Nee, ich kann es gar nicht sein, denn der ist dann halt während einem Orgasmus einfach gestorben, während er halt auf ihr lag quasi. Und sie kam halt da nicht raus. Der hatte kein Geld dabei. Aber selbst wenn er gehabt hätte, wäre sie nicht rangekommen, weil sie kam nicht unter ihm weg, meinte sie. Die war da getrappt. Ich weiß nicht genau, wie es ausgegangen ist. Ich glaube, dann irgendwann kam halt einer von diesen Aufpassern und dachte so, Digga, die Zeit ist ja schon abgelaufen, so auf den, hat danach geguckt. Aber die war halt letztlich, glaube ich, so ein, zwei Stunden war die da drunter. Und ey, Bro, wenn da niemand gekommen wäre, sag mal, das wäre zu Hause passiert, maybe sind da schon Leute auch gestorben. Digga. Du bist da ja einfach gefangen. Ja, das ist ja eine crazy Story. Überleg mal, du stirbst einfach da drunter, wie dumm. Aber was hast du für einen Unterschied gemerkt so beim Sex? Du meinst, vorher war 30%? Bruder, davor, ich mach so ein, zwei Bewegungen. Kannst du mal zeigen so vom Ding? Ja, machen wir vor. Für uns jetzt? Sieht eher aus, als würdest du eine Harley fahren, Bro. Du wärst aber auch ein guter Harley-Fahrer, würde ich sagen. Ja, oh, ja, komplett, ja. Mit so einem Helm, mit so einem Stachel oben drauf. Ja, so, ja, so ein alter, komischer Army-Helm da. Bro, ich war so krass außer Atem so schnell. Mhm. Und wirklich beim Orgasmus, ich dachte wirklich davor halt so, holy shit, Bro. Ich sterb. Ich lag danach 10 Minuten so im Bett. Weißt du, wie man, ich glaube, die Zuschauer richtig krass relaten können? Da habe ich gestern mit meinem Stream drüber gesprochen. Kennt ihr das, wenn ihr krank seid
und ihr habt aber, ihr denkt so, Alter, ich habe gerade übelst Fieber, aber ich wichse mir jetzt meinen Schwanz trotzdem. Oh, und dann dauert es so eine halbe Stunde, es dauert so übertrieben lange. Und dann, wenn man kommt, denkt man so, okay, Herz bleibt stehen oder so. Digga, ja, ich glaube, so fühlt sich das dieses an. Dieses Feeling hatte ich halt die ganze Zeit, ne? Ja. Aber ich dachte halt, das wäre irgendwie normal. Aber jetzt im Vergleich zu, jetzt ist ja wieder alles Klopf auf Holziger, alles wieder normal. Jetzt denke ich mir so, Bro, ich war davor, Real Talk, kurz mal abkratzen. Aber hört sich, also es hört sich auch irgendwie geil an. Wie es davor war? Ja, das hört sich so an, als hättest du, also das hört sich in meinem Kopf so an, als hättest du, als würde sich der Orgasmus oder als hätte sich der Orgasmus für dich noch krasser angefühlt. War weil, auch. Checkst du, was ich meine? Das war auch so. Weil jedes Mal Angst hast, dass du stirbst. Könnte jedes der letzte Orgasmus sein. Das wusste ich ja damals nicht, ne? Aber das es war so. Die Song sein, der das letzte Orgasmus. Der letzte Orgasmus. Es war ja so, ich wusste es nicht, ich wusste es damals nicht, aber so, das war wirklich ein Gefühl von so, dein Körper, Bruder, so, als wärst du schon 20 Mal davor gekommen. Ja, genau. Und jetzt ist so, Ende. So. Ja. Aber zu dem Preis von, dir kann halt jederzeit das Herz stehen bleiben, würde ich sagen, trade ich es nicht nochmal ein. Ist okay, wie es jetzt ist, aber ich habe es gespeichert im Kopf und weiß noch, wie es anfühlt. Vielleicht schafft man es ja irgendwann auch mal so. Weiß ich nicht, wenn man, es gibt ja so Leute, die meditieren krass und sagen, wenn die dann Sex haben, dann ist es tausendmal krasser und so. Boah, ich bin mir ziemlich sicher, dass das true ist. Meditation ist echt underrated, Mann. Ich mache das leider auch viel zu selten. Meditation ist richtig broken, Alter. Mir wird immer langweilig beim Meditieren. Das ist, wir darum ja vorher, geht's ja, Bro. What the fuck? Nein, darum geht's. Ich hasse dieses Gefühl. Da, wir hatten es ja vorher auch schon von Nova bei, jetzt Spoiler-Alarm, sie ist ja jetzt nicht mehr dabei. Oder warst du schnell? Keine Ahnung. Spoiler-Alarm, sie ist nicht mehr dabei. Oder du hast nicht mehr eine Pause gemacht. Spoiler-Alarm, die Welt geht unter. Leute, ne? Nee, und ich glaube, diese Isolation, damit kann ich zum Beispiel auch gar nicht umgehen, weil wenn ich nichts zu tun habe, dann sucht mein Kopf Sachen, über die er nachdenkt. Und die Sachen, die ich denke, dann immer nur über schlechte, über negative Sachen. Ja, Bro, nach. Aber das klingt nicht gut. Das klingt nicht, als müsstest du eine psychische Behandlung, Bro. Deswegen probiere ich mich immer beschäftigt zu sein, damit ich auch nicht so viel nachdenke. Nein, pass auf. Theoretisch. Das Ding ist halt bei Meditation, du lernst ja quasi, dass du deine Gedanken, also du versuchst quasi zu lernen, dass du an nichts denkst. Und das funktioniert dann halt so, dass du zum Beispiel, es gibt so ein Gedankenexperiment, dass du dir so vorstellst, okay, da kommt dir jetzt so ein Gedanke rein, so du denkst zum Beispiel, sag mal irgendeinen random Gedanken, über den du denkst. Heute wieder einen Streamer machen. Ja, komm, und dann stellt man sich das so mäßig, es klingt ein bisschen cringe, aber es funktioniert halt, in meiner Opinion, also bei mir auf jeden Fall, dann stellt man sich das so vor, als würdest du wie so auf so einem Zettel oder so reinkommen und dann stellst du dir einfach vor, wie dieser Zettel einfach so, stell dir vor, das ist wie so eine Leinwand in deinem Kopf, einfach so rechts aus dem Bild wieder verschwindet. Oder es ist eine Wolke, die vorbeifliegt oder sowas. Weißt du? Okay. Und so Übungen gibt es halt, um dann zu das lernen. Das mache ich mit allen Gedanken. Die kommen reingeflattert und dann schicke ich sie wieder weg. Ja, for real. Und dann illuminierst du so Stück für Stück die Gedanken. Es wird immer mal wieder einer kommen. Sicher, dass du keine Gedankensteine machen möchtest? Vielleicht sollte ich diese Steine machen, die du meintest. Diese Heilsteine. Bro, Meditation ist ultra krass. Nein, aber ich glaube auch dran. Ja, ich glaube, das kann funktionieren. Ultra heftig. Das funktioniert, Bro, keine Ahnung, man. Also ich tue mir da so schwer auch. Aber kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr so, ihr wart doch selbst schon mal bei einer Massage, oder? Mhm, und dann dieses Gefühl, wenn man so fertig ist damit und dann ist man so in diesem Spa-Modus. Checkt ihr, was ich meine? Man ist so, hat so einen Bademantel noch an oder sowas. Ja, keine Ahnung. Und man ist so auf so voll, so krass ich entspannt. Ich bin egal. Was bist du dann? Nein, sag. Nee, ich bin ja dann meistens halt noch ein bisschen erschöpft vom Orgasmus. Mann, Bro. Ich meine halt, wenn du massiert bist von der professionellen Massagefrau oder Mann. Ich bin dann halt meistens noch ein bisschen müde. Zeit, um über irgendwas nachzudenken, außer sein Herz zu Bro, ich bin hier jeden Tag, den ich mir vorstelle, dass ich einen Herzinfarkt habe. Nee, aber ich hatte einmal eine geile Massage und ich weiß, was du meinst. Man fühlt sich danach wie in einem neuen Körper oder so, ne? Ja, genau. Und no joke, es ist ein bisschen abgeschwächt davon, aber so, das ist auch das, wie man sich fühlt nach einer richtig guten Meditation. Crazy. Dann hatte ich noch keine gute. Ich habe schon ein paar Mal versucht. Willst du da mal so Kurse geben? Boah, Meditationskurse? Ich habe noch nie mit irgendwem anders zusammen meditiert. Boah, nicht mit meiner Freundin oder so. Das ist bestimmt komisch. Ich glaube auch, dass es komisch ist. Man braucht, glaube ich, die Ruhe für sich selber. Ich habe das Gefühl, es muss auch eine Person sein. Also, ich bin so jemand, ich bin halt übel schnell zum Lachen zu bringen. Und ich glaube, du brauchst halt jemanden, der das was dann auch jemand so... Jemand Unlustiges. Hä? Jemand Unlustiges. Ja, oder jemand, der es halt richtig ernst nimmt. So, weißt du? Romatra, du triffst auf beides zu. Nee, ich glaube, ich würde auch anfangen zu lachen. Wenn Romatra wäre der Schlimmste. Ich würde die ganze Zeit lachen, anfangen, Alter. Ich könnte keine Minute ruhig sitzen. Nein, Mann. Ich will das gerne mal probieren. Ich habe das halt sonst immer so angefangen, ich setze mich wohin und dann aber, ach, keine Ahnung, Bro, ich schaff's irgendwie nicht. Wie hast du es gemacht? Hast du mit so geführter Meditation gemacht? Aber irgendwie, vielleicht habe ich auch nicht das Richtige gefunden. Ich feiere das nicht so. Ich habe wie machst du das denn? Also ich habe geführte Meditation halt so lange gemacht, bis ich mir so mäßig meinen
ja, so, wie sagt man das, so Cherry-Picking-mäßig mir so meine Lieblingssachen rausgenommen habe. Ja. Also so meine, also das sind ja immer wie so Teile. So. Da sagen die zum Beispiel sowas wie, setz dich gerade hin, atme tief ein und dann kommt irgendwie so ein Part, da sagt die so, stell dir eine leuchtende Kugel vor, die deinen Körper entlang schweift oder so, weißt du? Und dann gibt es noch irgendwas anderes, da sagt die so, zähl drei Dinge auf, für die du dankbar bist oder sowas. Und dann sagst du so, ja, okay, das finde ich geil, das ist ein bisschen cringe, das mache ich. Und dann baust du da so dein eigenes Programm so ein bisschen zusammen. Doch, aber das check ich. Was ich ab und zu schon gemacht habe, ist dieses Hinsetzen und Sachen aufzählen, die einen stören, Sachen aufzählen, für die man dankbar ist. Und dann irgendwie so in den Tag starten. Ja, also, und das ist krass auf jeden Fall. Das solltest du wirklich machen, Bro. Was ich halt mache, ist einfach, also falls ihr irgendwie Inspo braucht, auch für die Zuhörer, ich gehe einfach hin und setze mich erstmal hin und atme tief ein. Ich mache mir immer so, es gibt eine Playlist von Spotify, die heißt Relaxing Music oder so. Das ist so, so diese Lo-Fi-Hip-Hop. So ja, low, ist die zu ja, Lo-Fi nicht so richtig. Das ist noch entspannter. Playlist. Das hat keine Beats. Das hat einfach nur so, das ist so Spa-Hintergrundmusik. Ah. So. Oh shit, das könnte ich nicht. Warum? Einfach auch einfach so Vögel, die zwitschern oder so, oder einfach so Regen, der plätschert oder so, oder das nicht. Es geht in diese Richtung, okay. Ja. Es geht in diese Richtung. Und dann stelle ich mir einfach, also dann setze ich mich halt einfach gerade so im Schneidersitz hin, atme tief ein, tief hast aus. Hast du was an? Sehr kontrolliert. Ja. Okay. Ist das eine ernste Frage? Nee, ich muss mir kurz vorstellen halt. Ach so, ja, okay, ich habe nichts an. Ah, okay, genau. Geil. Und ich habe so mein Penis so zwischen meinen Arschbacken eingeklemmt. So nach unten? Genau. Wo sind die Eier? Wo sind deine Eier? So links und rechts an den Seiten. Oh, krass. Ja. Und die quetschen da auch so komplett raus. Es spannt auch so ein bisschen. Es knillt so raus. Ja, genau. Du rührst sich das linke und das rechte Ei wieder um deinen Penis zum Rum so. Wow. Das ist das nicht mehr. Krass. Du meinst, ja. Dieses, kennst du dieses Spiel in Amerika, wo die so einen Ball haben, noch so einen Ball, und dann sind die so mit so einem Seil verbunden und dann müssen die dann das so auf so ein Ding werfen? Okay, kennt ihr nicht, dann scheiß drauf. Scheiß drauf. Ja, auf jeden Fall, dann atme ich tief ein, tief aus und dann stelle ich mir einfach vor, dieses, was ich meinte mit dieser Kugel. Also das habe ich mal in irgendeiner geführten Meditation habe ich das gesehen, dass man sich so mäßig vorstellt, dass, also man nennt es Body-Scan, glaube ich, dass man sich so vorstellt, man kann es auch einfach machen, indem man, sag ich mal, konzentriert jedes Körperteil so lang geht. Also du konzentrierst dich sehr krass auf deine Stirn oder so. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe das damals in der Schule schon gemacht, wenn meine Füße kalt waren, dann habe ich mich sehr auf meine Füße konzentriert und dann wurden die warm. Was? Das kenne ich nicht. Das ist crazy. Real? Ja, nee, das kenne ich nicht. Aber ich glaube, das Kugel, das du dir vorstellst, ist wie so eine Kugel quasi deinen Körper entlang rollt. Bro, stell dich mal vor, eure Hand wird warm oder so. Ich schwöre, die wird warm. Und die wird dann warm? Ja, das dauert und ihr müsst es ernst machen, aber das funktioniert hundertprozentig. Crazy. Oder vielleicht bildet man es sich nur ein, oder? Ja, kann sein, natürlich. Ja. Natürlich, aber so funktioniert dieser Bodyscanner. Machst du halt so. Du konzentrierst dich halt übelst auf deine Stirn, dann auf deine Nase, dann auf deine Wangen, Lippen. Und dadurch, dass du dich darauf konzentrierst, ist es bei mir auf jeden Fall so, ich entspanne das halt dann. Und ich bin jemand, ich habe immer Kopfschmerzen und während dieser Meditation ist es dann weg. Krass. Okay, und das ist voll interessant. Und das machst du halt dann durch den ganzen Körper so. Und dadurch hast du halt so ein Bewusstsein für deinen Körper halt. I don't know, ja, ich kenne das, weil das ist dieser Part ist in jedem Video eigentlich, was man sich anschaut. Ja. Die, manchmal sagen das die auch das anders, ne? Bekannteste, das most, also das ist so das bekannteste, so. Die bekannteste Technik. Es gibt auch dieses, das mache ich manchmal, dass sie sagen, wenn du zum Beispiel im Bett liegst und willst du zum Beispiel dich beruhigen zum Einpennen, ist ja auch eine Art Meditation irgendwie. Es gibt auch Meditationen, geführte übrigens, zum Einschlafen. Ja, ja, dass man sich so, dass man so in so eine Zone kommt. Weil, wie du das sagst, bei mir ist es auch so, der Kopf labert immer, bla bla bla, Zeit, Bruder, scheiße, Finanzamt ist hier auf den Fersen und so. und das sagt er jetzt bei mir nicht, aber okay. Ist es auch, oder? nee, natürlich nicht. Aber dass man dann liegt und dann sagt er so, jetzt entspanne so nacheinander alle deine Körperteile und dann macht es so ein Xylophongeräusch so und dann stellst du dir halt so vor und dann sagt er so, jetzt der Kopf, dann die Ohren. Mhm. Also, und dann liegst du dann so und fühlst da mal, wie du sagst, eigentlich wie bei dir, man fühlt den alles kurz rein und dann merkt man mal, man denkt so, ja Bruder, ich bin doch schon entspannt, ich liege ja im Bett. Aber während du durchgehst, merkst du, ah krass, ich hatte hier die ganze Zeit angespannt. Ah crazy, mein Bein war noch irgendwie so halb. Ja. Also, und dann bist du wirklich entspannt. Bro, das ist auf jeden Fall geil. Krass. Ja, und dann, also meistens, ich habe es wie gesagt lange nicht mehr gemacht, aber ich habe es dann immer so beendet mit so, dass ich so einer Person, die ich über alles hasse, irgendwas Positives wünsche. Boah, krass. Boah, ja. Ja. Aber irgendwann bin ich out of Person, die ich hasse, gerannt und dann habe ich das irgendwie weggelassen. Nimm doch immer die gleiche einfach. Ja. Nee, so geil finde ich die halt auch nicht. Damit ich dann an positiven Sachen halt leer. Ja, aber du kannst doch auch sowas toxisch Positives oder wünschen. Oder du kannst doch auch Person, die du hast, nimmst, die du jetzt nicht persönlich kennst. Hitler. Ja, kannst, zum Beispiel. Aber willst du es Hitler? Na. Willst du gerade sagen, du wünschst Hitler was Gutes?
Wow, habt ihr das gesehen, Leute? Umgedreht. Das schneiden wir direkt ins Intro. Als Cliffhanger. Ja, Romatra, du bist doch Astrophysiker. Ja, ich bin Astrophysiker. Boah, das ist eine wilde Überleitung, Junge. Naja, das hat ja auch viel mit den Sternen und so zu tun. Nee, Sternzeichen. Ich bin kein Astrophysiker. Was bist du nochmal? Ich bin Luft- und Raumfahrttechniker. Okay. Das ist, kommt tatsächlich was. Du arbeitest. Achso, dann wollen wir dich nicht als Gast haben. Auf Gast gehen. Wie jetzt? Ich habe jetzt 10 Fragen an Astrophysiker aufgeschrieben. Die kann ich alle nicht beantworten. Aber durch was ganz anderes. Aber dein Arbeitsbereich ist ja oben in den Sterne. Oben in den Sterne. Ich weiß nicht. Oder nicht? Nee, tatsächlich ist es wirklich was ganz anderes. Okay. Mein Arbeitsbereich ist eher, also wenn ich es noch machen würde, wäre eher wahrscheinlich unten auf der Erde, wie man halt nach oben in die Sterne kommt. Aber wie man, Astrophysiker, wie man hochkommt. Aber Astrophysiker beschäftigen sich, also jetzt werde ich auch wahrscheinlich wieder geschlachtet in den YouTube-Kommentaren. Egal, was ich jetzt dazu sage. Die beschäftigen sich halt wirklich einfach nur mit den Konstellationen und suchen irgendwie neue Sterne und so Scheiße. Oh, da ist aber sowas habt ihr doch safe auch gemacht in eurem Studium, oder? Ja, das hat mit unserem nichts, das hat mit dem, was wir machen, gar nichts zu tun. Hast du nicht gelernt, was irgendwie ein schwarzes Loch ist oder so? Für was denn? Ja, weil du musst eine Rakete bauen, dass sie da nicht reinfliegt oder so. Nein, Scheiße. Dass sie so Lasso schmeißen kann, sich so rumschwingen kann oder so. Nee. Also solche Manöver haben wir gelernt, aber halt nicht um schwarze Löcher, weil die existieren halt hier einfach nicht in der Nähe. Das ist einfach nicht relevant gewesen, so. Gut. Okay, aber du bist grundsätzlich, weißt du, was ein Universum ist und was Sterne sind oder so. Okay, okay. Weil ich habe letztens, erst gestern oder so, habe ich was gehört. Und dann möchte ich dich kurz um eine Einordnung bitten. Okay. Weil es hat mein Weltbild und es wird auch deins, es hat zerrüttelt. Ja. Die Erde ist eine Scheibe. Holy shit. Ey, da war so ein Guy, der meinte, die Sonne schwebt so 1 Kilometer über der Erde und dreht sich so im Kreis. Verrückt tatsächlich. Nee, man kann ja so mäßig Universum, sagt man ja, dehnt sich ja so aus, unendlich. Yeah. Ne, ist ja so das Ding ist auch irgendwie. So. Also sagt man nicht. Genau. Nur so. Ja. Es ist so, wie man jetzt aktuell weiß, ist es so. Ja. Und man kann es ja dann so zurückrechnen, sozusagen die Ausdehnung kannst du ja zurückführen bis zu einem Urknall. Ja. So rein mathematisch. Mhm. So, und da gab es wohl, sagt ihr das war Hubble-Konstante was? Nee. Sag ja bitte, sag ja. Nee, kann ich nicht. Kennst du nicht Hubble-Konstante? Ich bin mir nicht sicher, glaube nicht. Nee. Ich meine, ich jetzt mal gehört. Aber also ich weiß basically, nicht. Ich verstehe es auch nicht so ganz, aber basically ist es eine Konstante quasi über die Ausdehnungsgeschwindigkeit des Universums. Ja. Okay? Und die war immer gleich. Also der Stand der Technik bis jetzt war. Ist ja eine Konstante. Das ist eine Konstante, deswegen hat man die so genannt und die ist immer gleich. Also das Universum dehnt sich seit dem Urknall in der gleichen Rate aus, immer weiter, so auf den, ja? Und jetzt hat man aber rausgefunden, dass. Weil es ist doch dieser neue Teleskop-Atze da, diese James Webb, so ein neuer Satellit. Ist der ein kann, Satellit mit einem Teleskop einfach. Ja, der kann viel krassere Fotos und so Messungen machen. Okay. Der hat schon auch krasse Sachen wohl gemacht. Und jetzt hat man halt rausgefunden, dass diese Konstante, wenn man jetzt mit den neuesten Daten das quasi ausrechnet, dass die nicht stimmt. Dass sie nicht gleich ist die ganze Zeit. Und jetzt? So, und jetzt sagt, okay, und jetzt fällt halt dieses ganze Kartenhaus in sich ein. Du sagst, okay, das dehnt sich nicht mit der gleichen Geschwindigkeit aus. Dies, das, was passiert überhaupt danach? Wohin dehnen wir uns überhaupt aus? Und ich bin seit 3 Tagen die ganze Zeit nur so am Denken, Bro, wo lebe ich hier eigentlich? Und deswegen habe ich mir gehofft, dass du mir ein bisschen helfen kannst. Aber ich habe vielleicht einen Fact, der dich ablenkt davon. Das war ein einziger Astrophysik-Fact, den ich habe, der super witzig ist, okay? Okay. So, schwarze Löcher. Die kann ich was ein bisschen ablenken. Kommt jetzt? Ey, gekonnt, muss man sagen. Schwarze Löcher sind ja schwarze Löcher, weil die so viel Gravitation haben, dass die alles Licht einsaugen. Ja. So, normalerweise Licht. Vermutet man. Ist so. Dominik zweifelt an der kompletten Die fucking alles an, was die fucking Hubble-Konstante ist nicht konstant, Bruder, aber ich vertraue gar nichts mehr, ich gehe morgen nicht mehr auf Arbeit. Okay. Stand jetzt vermutet man, aus dem schwarzen Loch kommt kein Licht raus, weil die Gravitation so krass ist. Ja. Wenn du dich jetzt nehmen würdest, rein theoretisch, und an den Rand eines schwarzen Loches stellen würdest, dann würdest du deinen Hinterkopf angucken. Wieso? Weil es gibt ja einen Punkt an diesem schwarzen Loch, wo das Licht nicht mehr rauskommt. Und dann gibt es auch außerhalb, also hier ist so, das ist so, und dann, ach scheiße, wie soll ich das jetzt erklären? Also, das ist ein Kreis? Ist ein Kreis, genau, schwarzes Loch ist ein Kreis. Aber der Kreis um das schwarze Loch ist genau dieser Kreis, wo das Licht noch entkommen kann. Und dann gibt es einen Punkt an diesem Kreis, wo das Licht sich im Kreis bewegt. So wie wir uns um die Sonne bewegen wegen der Gravitation, bewegt sich das Licht, was ausgesendet wird, im Kreis um dieses schwarze Loch. Müsste man sich vorstellen wie ein Strudel. Sozusagen wie im Wasser, wenn es sich so strudelt. Mehr wie die Erde, die sich um die Sonne dreht. Okay. Und so dreht sich dann das Licht um dieses schwarze Loch. Okay. Und wenn du dich selbst dahin stellst, dann dieser Lichtpartikel von deinem Hinterkopf wird quasi weggesendet, strahlt Licht aus, einmal um das schwarze Loch und landet in deinen Augen. Das heißt, wenn du gerade ausschaust, schaust du deinen Hinterkopf an. Boah, das hört sich unfassbar crazy an. Das hört sich richtig creepy an. Ne? Und egal, wo du hinschaust, an diesem Kreis entlang oder an dieser Kugel entlang, du siehst immer deinen Hinterkopf.
Weil du immer einmal um dieses schwarze Loch drumherum schaust. Aber wie, also ich sehe quasi, ich sehe ja nicht nur meinen Hinterkopf, ich sehe ja mich komplett. Bro, das Licht geht halt einmal so um dieses genau, Loch Genau, das check rum. Ich. Ja. Aber wie ja, weit... vielleicht siehst du dich auch, ja, das ist die, vielleicht... Also die Person, die ich da dann sehe, mich selber, wie weit ist die weg? Steht die genau vor mir oder ist sie so einen Meter weg? Das ist eine gute Frage, aber das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Weil der Partikel kommt direkt in mein Auge. Das ja, ist der doch kommt das, was so Wissenschaftler halt... denken, wie es... Also, ich meine... Ja, das, ja. Meine, nobody schon, has been there and looked das wird schon yeah, stimmen, das wird schon stimmen, aber ich meine, es war ja technisch gesehen noch niemand da. Ja, ja, aber ich es ist halt ja technisch gesehen witzig. Auch die ja, Hubble-Konstante konstant bis vorgestern auf TikTok. Bro, ich glaube auch, dass... Bis vorgestern auf TikTok finde ich geil. Bro, wirklich, ich habe mir dann so 2 Stunden Joe Rogan Podcast reingezogen mit diesem einen Black Guy. Wie heißt dieser krasse, berühmte Wissenschaftler? Boah, ich weiß, wen du meinst. Oh, du weißt auch. John Hubble. Und jetzt ist seine ganze Legacy hin, weil seine scheiß Konstante nicht stimmt. Wie heißt er nochmal? Dieser übel bekannte Astrophysiker. Der auch immer diese random Tweets raushaut. Ja, ja. So, der macht immer so Wissenschaft halt verständlich so auf den, aber der ist übel smart. Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie dieser Typ heißt. Bro, der hat so 2 Stunden auch so geredet über so dies und das und was wir eigentlich noch gar nicht so genau wissen und so. Boah, das macht wirklich ganz, ganz gruselige Gefühle mit mir. Digga, was meint ihr, was war vor dem Urknall? Boah, ich habe wirklich Angst, dass wir einfach in irgendeinem, dass wir vielleicht wirklich auch eine Simulation sind oder sowas. Hm. Ich weiß aber nicht. Aber was wird das ändern? Ja, was wird das gar ändern? Nichts, ändern nichts nicht. Aber interessant. Wenn ich jetzt wüsste, es ist eine Simulation, dann wüsste ich ja, ihr beiden seid nicht echt. Ich bin auch nicht echt. Ja, aber das denkt ja jeder. Ich denke ja auch, dass ihr nicht echt seid. Genau. Also jeder denkt doch, dass er der Main Character ist, ja. Ja. Ey, keine Ahnung, Bro, wirklich. Ich weiß auch nicht genau, warum mich das so krass beschäftigt, aber ich träume davon, vielleicht bin ich ein Auserwählter oder sowas. Ja, vielleicht bist du aber einfach ich träume davon aktuell. Der Hubble-konstante Prophet. Das hat mir irgendwie richtig krass innerlich aufgerüttelt, zu sagen, ich will mehr erfahren über das Universum. Ich würde voll gerne in ein Raumschiff und einfach mal losgucken, fliegen. Ja, normal würde doch jeder, oder? Weiß ich nicht, Bro. Ich glaube, es gibt viele Leute, die einfach sagen, was juckt mich das, Bruder? Ich muss halt noch 19 Uhr zu DM, noch einen neuen Ding kaufen. Und dann war es mit dem ihren Gedanken. Ja, okay, maybe. Hattet ihr irgendeinen wilden Traum die letzten paar Wochen? Ich hatte so einen, richtig dummen Traum. Da habe ich so geträumt, dass ich so... in meine Wohnung kam, die war irgendwie im 4. Stock oder so. Die Wohnung sah auch gar nicht aus wie meine Wohnung. Es war eine ganz andere Wohnung, aber ich wusste, es ist meine Wohnung. Ihr kennt das im Traum. Man weiß irgendwie, das ist nicht meine Wohnung, aber man denkt irgendwie so, das. Checkt ihr, was ich meine? Und ich kam da so rein und ich habe so gesehen, die Tür war so leicht offen. Okay? Mhm. Und dann habe ich mich nicht in diese Wohnung reingetraut, weil ich so dachte, okay, hier ist halt jemand so eingebrochen. Und es ist auch im Real Life so, ich denke mir immer so, wenn jetzt so eine Tür so offen wäre, da ist jemand drin. Dann würde ich da nicht reingehen, weil ich denke mir so, okay, vielleicht ist der Typ noch da drin, so. Ja. Und deswegen bin ich halt schnell wieder runtergegangen. Hast du gerufen, hallo? Und dann habe ich gewartet auf Antonia, also auf Reefed, weil die wollte mich irgendwie besuchen kommen. Und auf meine Freundin, die wollte mich auch besuchen kommen. Keine Ahnung, Digga. Und dann bin ich, mit denen hochgegangen da rein. Wieso lachst du jetzt so? Warum lachst du denn jetzt so? Na, weil ich es dann lustig fand. Ja, ich find's auch witzig. Aber okay. Du hast so gelacht, du hast so irgendwie verschmitzt gelacht. Ja, sorry. Okay. Auf jeden Fall bin ich dann hochgegangen, da war dann niemand, das war der Traum. Und dann bin ich aber aufgewacht, in Real Life, und ich wollte meine Freundin wecken und meinte so, Alter, wir müssen hochgehen in diese Wohnung, da ist jemand eingebrochen. Boah, das ist immer das Gruseligste. Und dann hat mein Gehirn so langsam gecheckt, warte mal, Bruder. Du bist in deiner Wohnung. Ja. irgendwas stimmt hier nicht. Das ist so crazy, wenn man so. Ich hatte das so lange nicht mehr, aber ich hatte es in der letzten 1-2 Wochen träume ich extrem viel. Aber ich habe das letzte Dreivierteljahr gar nichts geträumt. Bro, same. Aber das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen. Aber warum kommt das so auf einmal? Muss? Weil ich würde jetzt nicht sagen, dass ich auf einmal viel entspannter bin oder so. Oder maybe unterbewusst. Also viel Weed smoken killt auf jeden Fall Träume. Habe ich nie so richtig. Aber das hat bei mir ist es immer so, wenn ich Weed rauche, dann träume ich mehr. Also, aber ich rauche halt auch super selten. Keine Ahnung, vielleicht liegt es daran. Und Stress. Also wenn ich richtig gestresst bin, dann träume ich nichts. Ja, same. Mhm. Also vielleicht bin ich gerade entspannter. Keine Ahnung, kann natürlich sein. Aber ich hatte in den letzten 1-2 Wochen auch richtig viele Träume. Auch so, ich hatte eine Nacht, da konnte ich mich nach dem Aufwachen an 4 verschiedene Träume erinnern. Boah. So auf diesen. Hart. Das ist jetzt also so verschwommen, weißt du? Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann ist es so, boah, noch sehr flüchtig. Aber ich weiß noch, wie ich aufgewacht bin. Und einer von den Träumen war auch, dass ich geträumt habe, dass ich eine andere Freundin habe als meine Freundin. Der Two-Time-Champion. Also in dem Traum hatte ich halt
Aber es war halt auch so, nicht Sextraum, aber es war schon so ein weirder, so man ist zusammenmäßiger Traum, aber es war einfach eine andere Person. Ich kann die nicht benennen, das war niemand, den ich kannte oder so, aber es war einfach eine andere Person irgendwie. Und dann weiß ich auch noch, wie ich aufgewacht bin und so richtig schlechtes Gewissen hatte. Oha. Weil, und es war so richtig lange und ich wusste, okay, krass, was für ein dummer Traum, hey, warum träume ich so eine Scheiße, keine Ahnung. Weil das war jetzt nicht der einzige Punkt des Traums. Ich war da irgendwie so ein Detektiv und hatte halt auch noch eine andere Freundin. Weißt das du? Ist so ein richtiger Dominik Reetzmann-Traum, ja. So mit so Detektiv und so. Da stelle ich mir so richtig so einen Traum vor. Wollt ihr ein bisschen hören von meinen Träumen? Ja, natürlich. Okay, erstmal kurze Frage in die Runde. Ist es bei euch auch so, dass ihr immer wieder von den gleichen Gebäuden träumt? Nein. Ich träume allgemein super selten von denselben Sachen. Also es gibt ein paar Sachen, die habe ich mehrfach geträumt. Ich habe zum Beispiel 2 oder 3 Mal geträumt, dass ich mit den Lochis, beziehungsweise mit Roman und Heiko Lochmann bei McDonald's war. Ja. Mehr ist nicht passiert. Manchmal war noch der, ich glaube, Cousin oder so von denen da. Kennt ihr den? Werner? Ja, genau der. Ja. Sowas habe ich zum Beispiel mehrfach geträumt, aber ich träume jetzt selten von denselben Gebäuden. Nee. Eigentlich nie. Könnt ihr weiter träumen? Weil das ist mir auch mal. Ich glaube, da habe ich als Kind ein paar Erinnerungen dran, dass ich quasi träume. Dann wache ich auf und dann lege ich mich aber nochmal. Dann sage ich, ach, scheiß drauf, ich schlafe jetzt noch ein bisschen und lege ich mich nochmal hin. Und dann träume ich den Traum einfach weiter. Bro, ich hab das. Oder träume nochmal komplett was anderes, aber halt in dieser einen Stunde, die ich jetzt nur geschlafen habe. Ich habe. Ja, was anderes kennt man. Also, wenn man so nappt, dann träume ich immer. Also, dann kann man sich immer an die Träume erinnern halt, ne? Ja. Macht ja auch Sinn, so da ist ja dann nicht so viel Zeit vergangen zwischen dem Traum und dem Aufwachen wahrscheinlich. Aber das mit dem, dass man weiterträumt, habe ich so oft versucht, Bruder, weil ich habe immer so Sexträume und dann ist es immer so, Bruder, es ist so kurz bevor so es losgeht bevor's und dann passiert, denkt sich so mein Körper so, yo, moin, was geht ab, guten Morgen, by the way. Hast du das mit deiner Freundin, die Sexträume, oder mit anderen Personen? Ich habe allgemein fast nie Sexträume. Aber wenn du es hast, auch schon mit anderen Personen, oder? Boah. Wahrscheinlich würde Kannst du es kurz einfach sagen, wenn meine Freundin zuguckt, weil ich es gerade erzählt habe? Also, ich habe das nie. Also, ich bin ja auch übelst treu. Wieland und du? Ich auch nicht. What the fuck? Ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Ich glaube, ich fick einfach immer so ein Irgendwas in meinen Träumen. Sieh mal ein Mensch. Aber so eine Baumrinde. Nein, aber so, wie du meintest, so, man weiß nicht genau, was, also so, wie die Person aussieht. Ja. Ich kann das nicht beschreiben. Das ist eher wie so eine. Eher wie ein, boah, das klingt jetzt dumm zu sagen, aber eher wie ein Konzept oder so. Ja, wie so eine Entity oder so. Das ist gar kein echter Mensch so richtig, wo man sagt, doch, das ist Gesicht, das ist so, sondern eher wie, wie eine Vorstellung oder so. Ja. Oder so eine Art. Als hätte man so Ausschnitte von so einem Porn, aber das Gesicht oder so wird nicht gezeigt oder so. Genau. Ja, aber so, kennt ihr No-Face Girl auf Pornhub? Ja. Quasi so. So auf den, ja. Romana kennt es nicht, weil der ist treu. Ja, ist halt ein Girl, was nicht ihr Face zeigt. Da gibt es doch so haufenweise, oder? Ja, aber die heißt also halt die heißt einfach so. Die hat das angefangen, Bro, die hat den Trend gestartet. Okay. Die hat den Trend gestartet. In meinen Träumen ist es auf jeden Fall so, dass voll oft Gebäude oder Wohnungen oder sowas immer wieder kommt. Das sind dann manchmal andere Träume, die da drin passieren, aber die Sachen sind voll oft gleich. Es gibt eins, das ist immer so, da träume ich meistens irgendwas mit so CIA-Hauptquartier. Boah, so einen hatte ich auch mal. Da waren die alle mit involviert, by the way. Das war geil. Das ist so ein Gebäude, das ist so relativ spitz. Also das ist wie so ein Dreieck, aber es hat so eine ganz spitze Seite. Und da gibt es so einen Außenhof, der ist so teils überdacht. Und teils ist eine große Mauer, aber es gibt noch so, du siehst ein bisschen den Himmel. Und dann, also egal, was ich da träume, es gibt immer kurz diese Sequenz, wo ich da sitze dann auf so einer Art Bank. Und ich weiß, ey, man muss hier aufpassen, weil das sind Sniper. Das sind Sniper, die da irgendwie so reinvisieren und man muss so unter diesem Dach bleiben, dass man so gecovert ist mäßig, so von oben und so. Mhm. Das passiert immer. Dann, den hatte ich schon lange nicht mehr, aber hatte ich früher als so Jugendlicher und als Kind sehr, sehr oft. Ich bin in so einer schon ein bisschen gruseligen Wohnung, aber das ist nur so ein Zimmer, wie so eine Art Wohnzimmer oder so. Meine Oma sitzt am Tisch neben mir, das Licht ist extrem gedimmt und in der Wand ist so eine Waschmaschine. Und ich sehe das aus so einer Perspektive von, ich bin am Boden. Also als wäre ich jetzt so ein, als wäre ich so ein Kleinkind. Vielleicht hatte ich mal so eine Situation, I don't know. Ich hatte auf jeden Fall keine Situation im CIA-Hauptquartier mit Scharfschützen. Crazy. Ich hatte auch mal so einen ähnlichen Traum da mit diesem CIA-Hauptquartier, was ich mir aber richtig billo vorgestellt habe, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Bei mir war das so, kennt ihr diese Wohnungen, die so halb im Keller sind? Und dann ist da nur so ein Fenster, was so rausguckt. Ja. So war das quasi, aber einmal drumherum. Und so ein kleiner Raum, der vielleicht nicht größer war als dieser Podcast-Raum hier. Ja. Und da waren dann so 10 PCs, einfach so aus wie eine LAN-Party. Und da waren so. Vielleicht war es eine LAN-Party, wir haben einfach von einer LAN-Party geträumt. Ja, es sah so ein bisschen so aus. Da waren so ein paar von meinen Twitch-Mods. Du warst da. Dominik war da. So.
I don't know, es war mega strange. Wir mussten so wie bei so Fillmore, war das so. Kennt ihr das so, Disneys Fillmore? Ja. So mäßig mussten wir so einen Fall lösen, der so richtig unbedeutend war. Das klingt aber geil. Das war übertrieben geil. Können wir sowas mal in echt machen? Und das Schlimmste war, es war auch so wie bei diesen Sexträumen, ich bin kurz vor der Auflösung aufgewacht und ich wusste nicht, wie es ausgeht. Und das war richtig unsatisfying. Das ist belastend. Ich hatte jetzt vor 2 Wochen einen Traum, der hat mich einfach nur mega abgefuckt. Und zwar bin ich bin mit so einem E-Roller rumgefahren einfach durch die Stadt und ich bin hingefallen, hab mir den Kopf aufgeschlagen. Einfach so eine Platzwunde hat man. Die wird dann genäht normalerweise und dann ist gut. So, jetzt kommt aber, jetzt fährt so ein Krankenwagen vorbei und sagt, nein, wir nähen nicht mehr. Was ein Scheißtraum. Und dann ich so, hä, was passiert denn? Ja, wir kleben das jetzt zu. Und dann kommt er mit dem Kleber und klebt das zu und sagt, okay, aber kleben hält immer nur ein paar Monate, dann musst du wiederkommen, dann geht das wieder auf, dann kleben wir das wieder. Und ich so, hä, aber wieso denn nähen nicht mehr? Und der so, ja, nähen machen wir nicht mehr. Und dann klebt er mir das so zu und ich bin so übel abgefuckt im Traum mit meiner Platz und im Kopf und denke mir so, wieso näht ihr denn nicht mehr? Ihr habt einfach nähen entfunden oder was? Entfunden. Ja, keine Ahnung, wie nennt man das? Die haben einfach aufgehört zu nähen und sagen, ja, wir machen das nicht mehr, wir kleben jetzt nur noch. Ich werde Entfunder. Und dann fährt der weg und ich habe meine Wunde halt zugeklebt und weiß, okay, jetzt muss ich in 3 Monaten wieder hin zum Kleben. Und das war der Traum. Und dann bin ich aufgewacht. Gott, das ist so einfach so genervt. So ein stressiger Traum, das passt aber so geil zu dir. Das ist so ein Scheiß. Dass du so im Traum schon so genervt bist. So, jetzt muss ich dann wieder zum Termin, Digga, das gibt's doch nicht. Scheiß Klebewunde geht auf. Ja, das ist crazy. Ich hab auf jeden Fall eine Phase, wo ich viel träume, viel Bullshit. Ich habe auch noch irgendwas mit meiner Freundin geträumt, wo ich dann auch ein schlechtes Gewissen wieder hatte. Bro, was geht da? Was geht da an der Psyche? Nee, aber das ist normal. Das ist normal, dass man das träumt. Wahrscheinlich verarbeitet, weißt du so. Ich habe auch mal so eine Studie gelesen, dass wenn man von anderen Frauen träumt, dann ist man treu. Ja, Mann. Ja, habe ich auch gelesen. Aber du verarbeitest. Ey, da habe ich auch so ein. Wirklich, absolut Joe Rogan carried in letzter Zeit so krass mein Podcast-Ding. Aber er hatte auch mal einen Podcast gemacht mit so einem Neurologen. Also einem Forscher, der hat Gehirnforscher, ne? Der aber hauptsächlich Thema Träume erforscht und Schlaf. Also warum schläft man? Ist auch das Interessanteste, was es gibt. Ja. Hört euch das an. Das ist von 2018, ich kann euch die Folge linken. Ich link's unten in die Beschreibung auch rein. Ich habe gerade vergessen, wie der Typ heißt. Das ist so interessant, Bro. Ich hab das gehört, während ich abgewaschen habe, Bro. Legit einfach kurz mich ertappt, wie ich 10 Minuten gar nicht eingeräumt habe, ich nur zugehört. Es war so spannend. Der sagt dann auch so Sachen, gut, es ist halt von vor 2-3 Jahren, wo die Wissenschaft ist noch weiter jetzt wahrscheinlich, aber der sagt halt so, ey, wir haben schon so viele Erklärungen für verschiedene Sachen. Was ist diese Phase? Warum ist das und das? Aber er sagt halt, ja, so verschieden Stuff, ja. Weißt du, zum Beispiel, dass man halt zum Beispiel auch weiß, ey, wenn Leute, die als so Alkoholiker oder Leute, die viel kiffen, die unterdrücken halt diese REM-Phasen ja. Und so Stuff und ist halt nicht gesund auf Dauer und so. Erzählt er ein bisschen, man weiß schon viel. Aber zum Beispiel hat er gesagt, man weiß noch gar nicht so richtig, warum der Mensch überhaupt träumt. Das hat man noch nicht erforscht. Warum träumt man überhaupt, ja? Also man kann sich das, es gibt so Erklärungen, dass man sagt, ja, man macht es, um das Erlebte vom Tag zu verarbeiten und so. Ja, oder weil halt vielleicht, also ich müsste mir vielleicht eher so erklären, vielleicht ist es so, dass wir träumen, damit unser Gehirn halt so nicht auch einschläft und wir sterben. Mhm. Also das hat er jetzt nicht gesagt. Okay, ja, okay. Also er hatte ein paar Sachen, aber er hat auch ein paar Facts rausgehauen, die halt voll interessant waren. Okay. Er meinte zum Beispiel, man hat auch inzwischen rausgefunden, dass das Gehirn nachts sich quasi auch wäscht. Wusstet ihr das? Das habe ich schon mal gehört, ja, aber wie genau halt, also. Also er meinte, man kann halt messen quasi, dass das Gehirn nachts so ein paar Prozent halt schrumpft, weil es ist ja, so normal im Alltag ist es ja in deinem Kopf so richtig drin, tight in alle Ecken so und Enden, ne? Als normaler Mensch. Man stellt sich immer so klein vor, wie so eine Walnuss oder so. Nee, es drückt ja überall dagegen, deswegen ist es auch voll gefährlich, wenn es anschwillt, ne? Gehirnschwellung und so. Deswegen hat man immer Kopfschmerzen manchmal, ne? Maybe, ja. So, nee, das glaub, ist halt. Das ist nicht der Grund für Kopfschmerzen. Ja, doch. Auch wenn du zum Beispiel. Doch, safe. Echt, sicher? Wenn der Gehirn schwillt, kriegst du Kopfschmerzen, eigentlich. Ist ja auch egal. Ja, okay. Auf jeden Fall hat man halt gemerkt, dass nachts sich ein bisschen kleiner macht und dass dann so eine Lymphflüssigkeit quasi reingeht, so das umspült so und dann halt. Mäßig und wenn du aufwachst wieder weg, sagt man auch, weiß man auch nicht genau, warum das passiert. So, ich glaube, ich habe mir in letzter Zeit zu viel meinen Kopf ficken lassen von so Leuten, aber der hat gesagt, man weiß nicht, warum ist diese Traumphase. Warum ist es ein Nebenprodukt, passiert es aus Versehen oder ist es was Absichtliches? Also will dein Gehirn, dass du das siehst, sozusagen, oder ist es nur sowas wie, es testet so ein paar Nervenbahnen nachts einfach durch und zufällig sind es halt auch
diese Knotenpunkte, die zum Beispiel die halt im Kopf waren, ah, Hund, aber Freundin. Aber das finde ich auch mal so, du redest gerade von es, so von das Gehirn, so mein Gehirn macht das und das. Ja. Und du bist ja das Gehirn. Du bist ja nicht, du bist ja das Gehirn. Dein Gehirn redet gerade. Also, ich glaube nicht. Doch, natürlich. Doch, natürlich. Ich glaub, bei mir, wer denn sonst? Dominik glaubt an gar nichts mehr, Bruder. Er glaubt nicht mehr an diese konstante. Also Kopf sorgt ja dafür, dass irgendwas passiert. Ja, natürlich. Verstehst du nicht, was ich sage? Natürlich redet gerade schon mein Gehirn. Er redet ja nicht mein linker Fuß. Ja, genau. Natürlich redet gerade schon mein Gehirn, aber ja nicht alles. Also ich bin ja nicht gerade sozusagen. Nicht alle Teile meines Gehirns sind gerade mir bewusst. Da passieren ja die ganze Zeit bei uns gerade jede Sekunde Sachen da drin, die ich ja gar nicht bemerke. Dieses Ich, was gerade redet, merkt ja nicht, was da abgeht. Das merkt auch nicht, was nachts abgeht. Boah, ist das so spannend, Mann. Man kann so, boah, ich will da forschen, alles. Wisst ihr, was ich krass finde? Ich finde es krass, dass wir so uns selber als Mensch noch nicht mal zu Ende erforscht haben. Aber irgendwie gleichzeitig gibt es so Leute, die auf dem Mars fliegen. Ich check nicht, wie funktioniert, also checkt ihr, was ich meine? Ja. Das ist krass, Bro. Ja, ich glaube, das war einfacher, einfach eine Rakete zu bauen und ganz viel Treibstoff reinzumachen oder hinzufliegen, als halt da reinzugucken, so in die Birne. Aber ich finde das Ding so spannend, Bro. Ich will mal auch so einen Forscher, mit dem wir so Sachen reden können. Sag, sorry, ne, dass du hier sitzt. Ja, das solltest du eigentlich sein, oder? Ich will auch sorry, mal so einen geilen Forscher bin, Leute. Nee, wirklich, ich finde das so spannend. Ey, überlegt euch das einfach mal. Hört euch diesen Podcast an. Der Mann fickt euer Leben. Ihr hinterfragt alles. Der sagt halt, dann sagt Joe Rogan, ja, vielleicht ist es ja einfach random, vielleicht ist es so eine Evolutionssache, die einfach auch irgendwann, dass zum Beispiel in 10.000 Jahren die Menschen nicht mehr träumen. Weißt du, so wie halt früher wir auch mal Schwimmhäute hatten und shit oder so, das einfach das aus. Und dann sagt er, ja, aber guck mal, das Ding ist ja das, durch dieses Träumen und diese REM-Phasen und sowas, das ist ja eine Anstrengung für den Körper, ne? Der verbraucht dabei auch Kalorien und sowas, weil das Gehirn ja aktiv was arbeitet. Und er hat gesagt, es gibt nichts in der Evolution, wo quasi der Körper eine Anstrengung macht dafür, was sinnlos ist. Also der Körper macht nichts oder das Gehirn macht nichts Anstrengendes ohne Sinn. Also muss dieses Träumen eigentlich einen Sinn haben. Aber man weiß einfach noch nicht, was der Sinn ist. Vor allem Tiere träumen ja auch, ne? Manche Tiere träumen. Also man sieht ja bei Hunden immer, dass die dann so rumstrampeln. Dann so, ne? Also die so eine ähnliche, die vielleicht so ein ähnliches Gehirn haben wie wir Menschen. Wow, also ich find's spannend, ey, crazy. Ich find's echt spannend, Mann, ja. Ja, das ist ehrlich verrückt. Ja, gut, aber du bist auch ein cooler Gast, Bro. Sorry. Also wir hatten Folge mal einen coolen Astrophysiker hier, aber du bist auch okay. Es ist in Ordnung, ey, wenn ihr irgendwie einen coolen Schlaf-Neuroforscher kennt oder so, Bro, der soll kommen, 3 Stunden Zeit nehmen, ich frag den 3 Stunden straight up durch. Okay, ey, wisst ihr, wo ich schon übel so oft drüber nachgedacht habe, ist ein bisschen so in diesem Themengebiet. Ich wollte eigentlich mal, also eigentlich hätte man mal irgendwie seine Träume aufschreiben müssen, oder? Für so deine Biografie? Nein, aber so, stell euch vor, ihr könntet jetzt einfach eure 100 letzten Träume nochmal nachlesen. Ja, wäre krass. Junge, wäre unfassbar heftig. Safe. Was ich auch mal, also du hast so eine Smartwatch, richtig? Ja. Trackst von du Garmin. Trackst du deinen Schlaf? Weil das würde ich unbedingt gerne mal machen. Einfach so Schlaf tracken und auch aufschreiben, wann habe ich das letzte Mal vorm Schlafen gehen gegessen? Zum Beispiel, wann habe ich das letzte Mal vorm Schlafen gehen in mein Handy geschaut? Irgendwie solche Sachen, einfach nur um gucken, wie kann ich meine Schlafqualität verbessern? Weil das finde ich auch super interessant eigentlich. Du hast, glaube ich, eine sehr schlechte Schlafqualität auch. Ich habe eine beschissene Schlafqualität. Warst du schon mal im Schlaflabor? Nee. Mach das mal. Weißt du, ob du schnarchst? Ich schnarch nicht. Schnarchst nicht? Nee. Hat deine Freundin sonst irgendwas schon mal bemerkt, dass sie sagt, boah, nachts ist so und so? Manchmal, also das Creepyste, was ich mache, ist, glaube ich, einfach im Schlaf reden. Mhm. Aber auch nicht einfach mit meine Freundin sagt, ich rede dann einfach mit Geistern gefühlt. Also ich rede nicht mit meiner Freundin oder ich rede nicht mit mir selbst. Das hört sich sehr normal an, Bro. Ich rede einfach mit irgendwas, mit irgendwem rede ich einfach. Nein, im Traum halt. Oder? Ja, aber ich erinnere mich nicht dran, wenn ich aufwache. Meine Freundin hat mir so alles normal, so Aufzeichnungen und ich so, was laber ich da für eine Scheiße? Bro, du bist aber so bei so einem Kult und du sagst so richtig rassistische Sachen im Traum. Meine Freundin auch letztens, ich lag noch wach, hab noch YouTube geschaut, Digga, auf einmal höre ich von rechts, ich hab so mit Noise Cancelling, ne? Ich denk so, Digga, war da nicht gerade ein Geräusch? Ich mach das Ding so raus, mach die da halbe Ablage im Büro oder so, sagt die, ja, das muss weg, das müssen wir nochmal nachgucken. Ja, nee, so, hat die einfach so geredet. So, aber ich glaube, das gruselig ist, fuck. Ich finde das auch derbe gruselig. Schon. Aber es kommt drauf an, was man sagt. Als sie hat so Büro-Cosplay gemacht, da dachte ich, okay. Aber ich hatte das auch schon mal früher, da war da einfach nur so ein Nein, Hilfe oder so Stuff, Alter. Stell dir das vor. Was macht ihr in so einer Situation? Weil ich war auch schon mal in so einer Situation. Man weckt auf, oder? Ja. Sagt, hallo.
hallo. Boah, Junge. Und dann so, ja? Boah, stell dir vor, ich wäre jetzt aufgewacht und alles hier wäre ein Traum gewesen. Holy shit. Holy shit. Bro. Inception-Moment. Krass, Alter. Christopher Nolan is calling. Ja. Lazy Ending-Writing einfach. Ich kann dir nur sagen, geh mal ins Schlaflabor. Ja. Lass das mal wirklich checken. Und dann schlafe ich da einfach eine Runde oder was? Es gibt so Schlaflabore, da bist du vor Ort und pennst in wie so eine Art Krankenhaus. Ja. Und dann gibt es so ein Ding, das hat Dominik mir nach Hause genommen, da siehst du aus wie so ein Bombenleger. Ja. Also ist wirklich so. Und dann nimmst du das aber mit nach Hause halt. Vielleicht können wir für YouTube hier noch ein kleines Bild kurz einblenden von mir safe. Mit Bombenleger-Outfit. Safe. Das ist cool, aber bei mir war das zum Beispiel so, als ich das zu Hause gemacht habe, ist da halt da so ein Ding am. Also du hast ja so ein Fingermesser, wie heißt das? So ein. Was muss man damit? Der hat Blutsättigung. Der messen Sauerstoff ja, und Sauerstoff, der kann auch genau. den Blutdruck messen. Genau, und das ist bei mir zum Beispiel nach 2 Stunden oder so direkt abgefallen, aber ich habe halt gepennt, so ich hab's ja nicht gemerkt. Und dann waren halt die Werte im Arsch. Ja. Wenn du da vor Ort bist, dann gehen die halt hin und machen das halt dann wieder ran. Aber du schläfst halt da 10-mal beschissener als zu Hause, ja, klar. weil es ist ein verficktes Krankenhaus. Obwohl, könnt ihr überall schlafen? Weil ich würde sagen, ich bin eine Person, ich schlafe überall ein. Das ist und das ist schon das erste Warnzeichen. Ach so. Wenn du überall schlafen kannst. Ja, das ist richtig stolz. Das ist schon richtig gefährlich. Also das Ding ist, ich glaube, das ist an meine private Theorie, wenn du überall schlafen kannst, heißt es, du hast grundsätzlich einen Schlafmangel. Und wenn du von dir selber nicht sagst, hey, ich schlafe jede Nacht nur 4 Stunden, dann ist klar, woher der kommt. Ich meine, aber wenn du das auch an Tagen hast oder in Wochen, wo du mal sagst, ich hab diese Woche jede Nacht 7, 8, 9 Stunden gepennt und es ist trotzdem so, dann ist da was falsch mit deinem Schlaf. Das ist zum Beispiel bei mir mit diesem Schlafapnoe-Thema. Also ich habe nachts so wo ich keine Luft kriege. Einatmen-Probleme, ja. Ja, da fällt so die Zunge, alle Muskeln werden ja schlaff. Ja. Mir fällt es in die Luftröhre rein. Ich ersticke dann pro Minute 12 Mal. Körper muss Adrenalin ausschütten, um quasi den Muskel wieder aufzuwecken, dass ich nicht wirklich ersticke. Und das machst du dann halt pro Stunde wirklich so 12 Mal. Und dann kannst du dir vorstellen, der Schlaf ist nicht erholsam. Ja. So, und jetzt kriege ich dann bald so eine Maske und dann ist alles gefixt. Aber das muss gar nicht Schlafapnoe sein. Es gibt auch andere Gründe, warum Leute schlecht schlafen. Es gibt auch so, manche Leute haben so einen Teil im Gehirn, der nachts nicht richtig abschaltet. Und somit quasi, du schläfst theoretisch, wenn ich dich jetzt sehen würde, würde ich sagen, ja, der schläft. Aber du hast nicht diesen erholsamen Schlaf. Ja, aber was macht man dann? Kriegt man dann eine Spritze in den Part des Gehirns rein? Und ich weiß nicht genau. Ich glaube, da gibt es Medikamente oder vielleicht gibt es dann auch Möglichkeiten mit Meditation und stuff. Also, Bro, Real Talk, das muss ich eigentlich mal machen. Weil ja, safe. Ich bin auch derbe neidisch auf Leute, die mir erzählen. Ich hatte einen im Studium, der hat gesagt, er braucht nur 4 Stunden Schlaf. Wacht auf, ist topfit. Ja, der hatte ADHS und hat auch Tabletten dagegen genommen. Aber so, das ist der Nebeneffekt wahrscheinlich davon gewesen. Mhm. Aber es gibt definitiv Leute, die brauchen weniger Schlaf als andere. Das stimmt. Also ja, 100%. Aber ich wäre lieber bei den Leuten, ich glaub, die weniger. Aber 4 Stunden gibt's nicht. Laut diesem Forscher von Dings, von Joe Rogan, der sagt, die haben nämlich auch genau über das geredet. Und die haben auch geredet, dass es ja in der heutigen Gesellschaft so ein Ding ist, dass da Leute angeben, dass die sagen, ich bin Topmanager, ich schlafe jede Nacht nur 4 Stunden, dann bin ich wach, dann acker ich. Und er hat gesagt, das kann man ganz eindeutig wissenschaftlich sagen, Leute, die das machen, werden früher sterben. Super viele Krankheitsrisiken und sowas erhöht sich unfassbar doll, wenn du über einen langen Zeitraum weniger als 6, 7 Stunden Schlaf kriegst. Okay. Eigentlich sagt er eher so 7, 8, 9. Klar wird es Leute geben, die kommen von mir aus mit 7 oder mit 6 aus, ja, aber 4 pro Nacht, der neppt halt dann wahrscheinlich, der Atze. Der macht dann wahrscheinlich Mittagsschlaf noch 2, 3 Stunden. Ja, aber das ist safe. Ich glaube 4 Stunden richtigen Schlaf und dann 2 Powernaps ersetzen nicht 6 Stunden Schlaf, you know? Ich glaube nicht so richtig, wobei der hat auch, boah, ich könnte das da ewig reden, ich fand das so interessant, ne? Deswegen, ich wach mal halt manchmal nach, so, kein Scheiß, 10 bis 11 Stunden Schlaf auf und fühle mich wie scheiße, wie Hundescheiße, wie hingeschissen. So, aber gerade dann fühlt man sich scheiße. Oh, wirklich, mach Wecker auf 7, 8 Stunden max. Ja, aber dann, also ich krieg's nicht hin. Also das ist wirklich mein größtes Problem einfach gerade. Ich kann so 11, 12 Stunden. Teilweise ja, manchmal wache ich nach 6, 7 Stunden auf und dann habe ich aber gar keinen Bock aufzustehen und dann lege ich mich nochmal hin. Okay, das ist sehr relatable. Und dann, ja, aber dann bleibe ich nochmal 3, 4 Stunden liegen und das sind ja dann quasi 10, 11 Stunden. Das ist so ein bisschen das Gefährliche, wenn man so eine Selbstständigkeit hat, wo wir können uns das halt, wenn wir wollen, klar schafft man dann weniger, aber vom Ding her kann man sich das erlauben. So. Ja, so 2, 3 Tage in der Woche kann man das easy mal machen, ja. Ja, dafür muss man halt die anderen Tage mehr machen, aber selbst an den Tagen, in denen es mir erlaubt, wäre eigentlich so, oh ja, das habe ich heute mir eine Mütze Schlaf gegönnt, jetzt wache ich auf und fühle mich geil und ich wache auf, ich fühle mich so scheiße. Ich habe Kopfschmerzen, ich habe zu wenig Wasser, ich habe derbe Hunger. Trinkst du also 2 Sachen, die ich halt angepasst habe damals, die richtig OP waren? Können wir ganz kurz, wir sind so ein fucking Life-Coaching-Podcast. Heute ist Life-Coaching-Podcast. Wir coachen hier Romana. Ja, aber trink mal so wirklich so 300 Milliliter Wasser vorm Pennen, Alter. Das ist noch krasser als, also
man sagt ja, man soll nach dem Aufstehen direkt Wasser trinken. Ja, aber damit habe ich angefangen. Abends ist viel krasser. Abends ist krasser. Junge, abends ist beides. So krass. Ja. Du musst halt, das Ding ist halt, wenn du das am Anfang machst, die erste Woche, Digga, du musst halt wahrscheinlich nach einer halben Stunde einschlafen, sag ich mal, jedes Mal pissen gehen. Aber irgendwann gewöhnt sich der Körper dran. Und das dann, machst du jetzt seit? Ja, jeden Abend. Okay, krass, das soll ich auch über OP. Also ich habe das abends auf jeden Fall auch wichtig, aber morgens ist auch sehr, sehr wichtig. Ja. Das, also ich mache abends nicht immer, aber morgens dieses nach dem Aufstehen ein Glas einfach Wasser, weil ich eh halt die Tabletten gerade nehmen muss, dann denke ich, dann bin ich eh da, dann denke ich, Bro, dann trink jetzt einfach direkt ein Glas oder so ein bisschen mehr. Und Bro, ich sag dir ehrlich, du startest anders in den Tag. Ja, daran habe ich mich gewöhnt. Also an dieses Aufstehen, Wasser trinken, das habe ich mir jetzt schon angewöhnt. Ja, und dann mach nur noch das vorm Schlafen, das ist genauso krank. Ja. Und was am krankesten ist, aber was keiner von uns wahrscheinlich hinbekommt, Digga, ich habe ja mal so, ich war ja mal bei so einem Red Bull APC hieß es, dieses Athleten Performance Center. Ja. Und da haben die mich ja so mäßig auch gecoacht, so wie man das alles so improven kann. Und da haben die halt auch so, also es ist jetzt kein Geheimnis so, aber da haben die halt auch so gesagt, dass man halt so roundabout 2 Stunden vorm Schlafengehen nichts essen soll. Ja. Und 2 Stunden vorm Schlafengehen möglichst oder allerwenigstens 1 Stunde vorm Schlafengehen nicht mal an technischen Geräten ist, wie Handy und so. Und das habe ich ja mal ganz knallhart für so 3-4 Wochen durchgezogen. Drei, vier Wochen? Ja, und ich habe, ja, also es ist. Hast du wirklich? Ja, ja, voll. Wirklich eine Stunde vom, was machst du dann die Stunde vom Schlafen? Ich habe meditiert und King Gama von Julian Bam gespielt. Geil. Und manchmal habe ich telefoniert mit meiner Freundin, aber dann halt nicht auf den Bildschirm geguckt. Weiß ich jetzt. Müssen wir mal in Österreich anrufen und fragen. Ist ein bisschen cheaten, aber also wenn ich halt dann einfach nur so meditiert habe oder so, dann habe ich wirklich so krass viel besser geschlafen. Es ist auch so. Aber man macht das halt einfach nicht. Bro, Schlafhygiene ist so. Ey, wirklich, wenn ihr irgendwie gerade in eurem Leben seid und ihr seid unzufrieden mit irgendwas, Energy, egal was, und ihr denkt jetzt so, Bro, ich muss mir jetzt Coaching kaufen von irgendeinem Fitness-Arschloch oder von irgendeinem Business-Fixer, der mir auf TikTok erzählt, was das University ist. Also. Ja, ja. Oh, Mann. Fickt auf all diese Leute. Das Krasseste, was ihr erstmal selber in Angriff nehmen könnt. Ist das Dominik Rietzmann Coaching-Programm. Richtig. Alles ist Scammer, außer ich. Nee, wirklich, so Thema Schlaf, Bro, da kann man so viel machen. Das wäre dann die Hartarbeiter-Universität von Dominik Rietzmann. Ja. Hartarbeiter. Ja, Mann. Digga, würdest du Hustler mit Hartarbeiter übersetzen? Wie würdest du Hustler übersetzen sagen? Ja, okay. Schaffer. Ja, okay. Schaffer. Ein Schaffer. Die Schaffer. Universität. Nee, was wäre ein schwäbisches Wort für Universität? Die Schafferschule. Schafferschule. Die Schafferschule von Dominik Rietzmann. Das wäre so geil, das würde ich mir kaufen. Das Schaffergummi. Nee, so Leute, Lektion 1, alle halten die Fresse erstmal. Eine Woche Fresse mal, halten. Legt jetzt mal das Smartphone weg. Nee, man, wirklich, beim Schlaf kann man viel verbessern. Ich will auch irgendwann es noch schaffen, dass ich vorm Pennen gehen ein Buch lese. Boah, nur Gott weiß, ob ich das in meinem Leben noch hinkriege. Ich habe hier ein Upgrade. Ich habe hier ein Upgrade. Ja. Ich habe von meiner Freundin einen Adventskalender geschenkt bekommen und es ist ein Sudoku-Adventskalender. Oh. Okay, aber so ein Heft halt. Checkt ihr? Ja. Und jetzt bin ich vorm Schlafengehen nicht mehr, also sonst war es immer so, ich war am Handy und habe noch so Schach gespielt. Jetzt spiele ich Sudoku, aber es ist halt wenigstens nicht auf dem Handy, sondern. Also ich muss trotzdem mich konzentrieren, aber es ist halt in diesem Buch, checkt ihr? Ja. Also es ist auf Papier. Ich hab so eine kranke Geschäftsidee gefunden. Was denn? Schachbrett, aber physisch in echt. Wie man auf Oldschool früher gespielt hat mit 2 Leuten. Ende. Aber. Das war's. Holy shit. Oh mein Gott, aber Alter. Du spielst quasi ganz normal, aber das ist Connect im Internet und dein Gegner spielt zu Hause auch bei sich normal. Bro. Aber die Gegenfigur wird von dem Magnet gesteuert. Also wenn er zieht, fährt die. Willst du es ihm sagen, Romatra, oder? Was denn? Das gibt's halt schon. Das gibt's schon seit 10 Jahren oder so. Das gibt's schon seit ich ein Kind bin. Wie? Naja, das ist halt, das nennt man, es ist halt auch ein Name, aber ich hab, also das ja, ist dann, das ist so meistens, über Telefon sogar. Genau, du, normalerweise ist es so, also klar, du nicht mit Magneten gesteuert, sondern das Gerät sagt dir einfach, wie dein Gegner gezogen ist und dann musst du es halt. Seid ihr dumm? Ich meine doch nicht das. So, natürlich gibt's Schachcomputer oder so oder online fucking Schach. Nein, ich meine. Du hast ein physisches Brett vor dir. Ja, das gibt's, das gibt's. Und die Gegnerfigur ist auch physisch da und die läuft von alleine. Ja, und du musst ja. Die läuft von alleine. Ja, heutzutage musst du ja, also die wir kennen, musst du halt selber die Figur bewegen. Ja, das ist doch was anderes. Krass. Ach, scheiß auf euch. Nein, ich glaube auch, das mit den Magneten gibt es, Bro. Achso, das habe ich noch nicht gesehen. Das ist ja nur die Frage, wie funktioniert das dann, wenn man zum Beispiel mit, sagen wir mal, man hat einen Springer und man schlägt jetzt halt einen Bauern. Ja. Der Springer würde ja quasi, wenn du den selber bewegst, so über oben drüber. Den schlagen und würdest ja dann den Bauern zum Beispiel wegnehmen. Ja. Jetzt stell dich vor, dazwischen, zwischen dem Bauern und dem Springer, sind jetzt so eine Dame, Figuren, eine Dame,
noch ein Bauer und so, und dann kann er da nicht so durchziehen. Wie macht man das dann? Okay, ich zieh meine Erfindung zurück. Da müsste er dann erst irgendwie alle Figuren zur Seite fahren, die im Weg stehen, und dann fährt er der. Und dann muss die. Und wo gehen die Figuren, die geschlagenen Figuren? Ja, okay. Die werden zur Seite rausgefahren. Okay, das könnte man machen, die könnten zur Seite rausgefahren werden. Ja. Dass sie vielleicht auch nochmal so einen kleinen Move haben, wenn die rausgehen. So, ja. Die Springer drehen sich einmal oder die anderen machen noch so ein bisschen Breakdance. Wie so ein Fortnite-Dance. Also, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es witzig wäre, aber ich glaube, da wirst du. Ja, kein Leute, Millionär, komm, erfindet einfach irgendjemand, nimm mal eine Idee. Ich habe aber noch einen Lifestyle-Rat für viele Leute hier. Ist das deine Empfehlung der Woche? Wäre meine Empfehlung der Woche, darf ich da auch einfach was pluggen? Ja, einfach. Ja. Das wäre der How to be Human-Kanal von dem Bruder von Trimax, Nikolaus Stemmler. Und der macht auch ganz viele Videos, die. Nee, da habe ich. Das ist zu Nikolaus der Schlafthematik. Warum hast du den Namen so gesagt? Nachname? Nikolaus Stemmler. Das gehört zu der, also es gehört Nikolaus zu dem Plug wohnhaft dazu. In der Pittelbüller Straße 7 oder was, Digga? Liegt doch nicht. Nee, auf jeden Fall. Macht der Videos zu zum Beispiel Stress, war das neueste Video. Wie man zum Beispiel selber mit Stress, mehr Stress umgehen hat. Kann. Wie bekomme ich mehr Stress? Und das Video, mich fragen viele Leute, Nikolas, mir geht's so gut im Leben, wie bekomme ich mehr Stress? Ganz einfach, such dir eine Freundin. Ey, was wolltest du sagen? Okay, Bro. Außer meine, natürlich, und Kevins und Romatras und Tims und egal, lieber wie gerne ich. Ganz viele Fettnäpfchen von anderen Frauen träumen, den Kameramann dumm anmachen. Neuer Podcast, ey Leute. Empfehlung der Woche, ich bin wieder Single. Wallahi, ihr reitet mich hier tief rein. Ja, aber der YouTube-Channel von Max Bruder, genau, Nikolaus Stemmler. Wenn du jetzt. Wieso schlägst du mich? Ich hab nichts gesagt. Ich wollte ihn nur klopfen. Das ist ein kleiner freundlicher Klopfer. Und was macht er so? Zum Beispiel im 90. Video geht darum, wenn du hast jetzt Stress und ich hab Stress, okay? Wir haben beide denselben Level an Stress haben wir. Ja. Wenn du jetzt mit diesem Stress negativ umgehst und auch negativ über den Stress nachdenkst, so wegen, oh scheiße, ich bin so im Stress, das bringt mich früher ins Grab. Klingt nach mir, ja. Genau. Dann geht es dir mit dem Stress auch schlechter. Wenn ich jetzt die andere Person bin, die genau dasselbe Stresslevel wie du hat, ich habe genau dasselbe Arbeitspensum wie du in dem Moment, aber ich denke, oh, der Stress. Versuch's dir mal vorzustellen, ne? Ja, scheiße. auf jeden Fall, wenn ich jetzt positiv darüber nachdenke und sagen würde, ey, ich denke jetzt, der Stress, der pusht mich, der sorgt dafür, heute stehe ich früher auf, heute kriege ich meine Sachen geregelt und dann bin ich auch fertig mit den Sachen, die ich sie gemacht habe, dann geht es den Personen, die so über den Stress denken, viel, viel besser als den Personen, die negativ über den Stress denken, obwohl sie dasselbe Stresslevel haben. Und aber das fand ich krass. Man kann ja nicht sich einfach reintricken, wenn ich denke positiv über meinen Stress. So kannst du kannst dich nicht so einfach reintricken, aber du kannst so eine Transition machen. Einfach über Stress nicht mehr so krass negativ zu denken. Wenn du jetzt jeden Tag aufstehst. Das ist ein bisschen so, als zu jemandem sagen, ey yo, wenn du bist depressiv, lach mal ein bisschen mehr. Ja, oh. Es geht ein bisschen in dieselbe Richtung. Aber ich check, was du sagst. Es geht ein bisschen in dieselbe Richtung, aber es ist nicht schwer, also es ist nicht schwer, drüber nachzudenken, an Stress von wegen, ey, deswegen stehe ich jetzt morgen früh auf und krieg was geschissen, weil ich diesen Stress habe. Also ist es eine Mindset-Frage, sagst du? Stress ist eine Mindset-Frage. Oder sagt Nikola Stemmler vom Kanal, wie heißt der How Kanal? How to be human. How to be human. Genau. Ja, okay. Ich will es mal ausprobieren, ich find's interessant. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessant, und da gibt's auch Studien dazu. Ich hab da gibt's einfach, ja, da gibt's 100 Pro. Extrem krasse Studien, die erzählt er auch in dem Video, würde ich jedem empfehlen anzuschauen. Ja. Dass hast man du da Prozent oder? Was? Hast du da Prozent? Ich habe leider keine Prozent, ich habe leider keine Firmen oder sowas. Aber auf jeden Fall finde ich das sehr interessant, weil ich denke auch meistens über Stress so nach, oh scheiße, jetzt werde ich, Stress macht mich krank, Stress sorgt für Depressionen, Stress sorgt für einfach alle möglichen negativen Emotionen, die halt scheiße sind. Aber wenn man es halt, also ich probiere das jetzt einfach, ich probiere das seit einer Woche und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich meine, das erinnert mich ein bisschen an so eine Übung, die ich bei der Psychologin mal gelernt habe. So, da hatten wir so eine Übung gemacht, dass ich mir quasi vorstellen sollte, wie ich mich fühle, wenn ich so ein, ihr kennt das, man hat so einen richtig geilen Tag gehabt, man fühlt sich einfach richtig gut, man hat zum Beispiel einen guten Stream gehabt oder so, man kommt gerade raus, denkt so, Junge, heute habe ich krass abgeliefert. Ja, man denkt so, man fühlt sich so, man wäre der Geilste so und man hat so ein, man ist so richtig, vielleicht auch, also bei mir war das so, ich bin dann immer so richtig entspannt im Gesicht und so und ich fühle mich dann einfach gut. Und ich sollte mir einmal das vorstellen und dann sollte ich so ein Stück, also ich habe es mit Augen zugemacht, im Stehen, bin ich einen Schritt zurückgegangen und einen Schritt in die andere Richtung gegangen. Und dann sollte ich mir vorstellen, wie ich mich fühle, wenn ich so denke, ich bin der größte Versager, ich habe richtigen Scheiß-Stream gemacht, die YouTube-Videos, die ich mache, sind alle scheiße. War nicht schwer vorzustellen. Ja. Nein, Spaß, aber so. Notwendiger Selbst-Roast an der Stelle, bevor es von einem von uns beiden kommt. Ja, genau. Taktischer. Nee, aber so. Und dann hat sie am Ende quasi gesagt, dass wenn ich mich halt so richtig scheiße fühle, dann soll ich halt mich in dieses positive Ding
einfach so reinversetzen. Und das ist ein bisschen so, dass, ja, was Wieland gerade gesagt hat. Also so, und das hilft auf jeden Fall. Am Ende ist es trotzdem wichtig, dass du halt richtig timeboxst und dass du halt deinen Scheiß, dass du trotzdem Sport machst und was genug schläfst und so. Timeboxst? Kennt ihr das nicht, dass du dir irgendwie, dass du dir einfach Zeit ganz genau einteilst am Tag, wann du was machst. Also einfach einen Kalender, also eigentlich nur einen Kalendereintrag. Okay. Nur, dass du halt wirklich sagst, ey, ich bin bis da und da fertig. Und dann höre ich auch auf mit der Aufgabe. Und wenn ich es bis dahin nicht geschafft habe, dann habe ich halt. Ich fand es sexy, als du Timebox gesagt hast. Ich habe erst an Timebox gedacht. Ich dachte auch. Ist nicht, dass man Timebox anfangen muss. Es ist super wichtig, dass wir alle Timeboxen anfangen wollen. Das wäre so random, Alter. Einfach alle Timeboxen. Das wäre so ein Jeremy Fragrance-Fact, finde ich. Crazy shit, ey. Okay, dann hast du deine Empfehlung der Woche schon rausgehauen, oder? Hast du noch eine Empfehlung on top? Das ist meine Empfehlung der Woche. Okay, sehr krass. Ich habe mal wieder eine Serie für euch, Leute. Und zwar heißt die Wednesday. Hat ihr ja schon einfach nicht gesehen? Nein. Tim? Miguel? Absolut kranke Empfehlung. Real Talk. Zieht ihr euch rein. Das ist die perfekte Serie jetzt für den Winter. Wednesday? Also Wednesday heißt sie, wie Mittwoch, ja. Die Hauptperson heißt quasi Wednesday und es ist sozusagen. Und es ist auch Mittwoch, jeden Tag in der Serie. Das ist der Tag. Täglich grüßt das Murmeltier. Jede Folge ist immer nur an einem Mittwoch. Nee, das ist quasi von Adams Family. Hat man ja jeder mal zumindest gehört von dem Film. Mit das Kind mit den schwarzen Haaren oder was? Genau, alle haben ja so schwarze Haare da und dann gibt es diese Hand und so. Auf jeden Fall ist es quasi die Tochter von denen, jetzt aber in einer modernen Zeit sozusagen. Und die kommt halt an so eine Schule mit so auch so ein bisschen Weirdo-Kids. Und dann, es ist im Grunde so ein bisschen so eine gruselig mit so American High School-Feeling. Klingt ein bisschen so Stranger Things-mäßig. Ja, es ist aber ein bisschen mehr so highschoolig, okay. Weißt du, so von diesem. Aber es ist richtig geil wegzugucken. Die Empfehlung habe ich von Philippe. Der hat sich bei mir einquartiert und wir haben 3 Folgen da zusammen geguckt davon. Und Philippe ist so krass verliebt in diese Hauptdarstellerin, das habt ihr mich noch nicht gesehen. Er ist eine Mischung aus, er ist krass verliebt in die. Plus, er sagt, wirklich, wenn du mit dem die Serie guckst, sagt er alle 10 Minuten, boah, ich wünschte, meine Tochter wäre so eines Tages, dass sie so keinen Fick auf die anderen gibt und ihr Leben lebt und sowas. Aber es ist wirklich eine sehr gute Serie. Zieht ihr euch rein. Okay, meine Empfehlung der Woche ist ein bisschen speziell heute, okay? Es ist keine richtige Empfehlung, sondern es ist mehr eine Bitte. Und wenn die Bitte das machen, dann wird es die Empfehlung der Woche für irgendeine Future-Folge. Und zwar bitte ich bitte alle Leute, die so im Thema Essen und so, sag ich mal, wissenschaftlich unterwegs sind, bitte erfindet eine vegane oder, vegane Alternative zu Schmelzkäse, Freunde. Ich bin wirklich seit 3-4 Tagen komplett süchtig danach. Ich esse jeden zweiten Tag, muss ich eine neue Schmelzkäsepackung kaufen. Wir brauchen veganen Schmelzkäse. Was für Schmelzkäse? So Raclette oder? Nein, Bro. Das ist so dieser Milkana oder so. Oh, dieser räudige. Die mit der Plastikfolie. Das ist das, was. Nee. Du meinst diese, die so gelb sind und die man so auspacken muss. Die komplett viereckig, meinst du? Nein, was ich meine, ist so zum Streichen. Ja? Was man am ehesten kennt, sind diese kreisförmigen Dinger, die so kleine Dreiecke drin haben. Checkt ihr? Ja. So Kiri-mäßig. So Giramont. Ja, nee, das ist was anderes. Giramont ist ja richtiger Käse. Ja. Und Kiri ist, glaube ich, eher so Frischkäse. Und Schmelzkäse ist das, was man zum Beispiel auch in der Käselauchsuppe macht. Ja, ich check, was du meinst. So dieser wabbelige Puddingkäse. So ja, mäßig. I guess. Der hat so eine ganz wabbelige, glänzende Textur. Ja, I guess. Aber das ist jetzt nicht, das ist nicht zum Schneiden oder so, ne? Das ich weiß schon, das ist zum Streichen, ja. Bro, ich glaube, das ist das allerkrasseste Industrieprodukt. Ich glaube, das hat nichts mehr mit irgendwas zu tun. Nein, null. Aber es schmeckt unfassbar. Ich glaube, da lecker. Isst du einfach nur pures Fett. Ja, und es ist übertrieben geil. Wirklich? Bruder, ich esse das. Wir kaufen immer so ein Bauernbrot. Das ist immer so eine richtig dicke Scheibe. Ja. Dann mache ich das in den Toaster rein. Ja. Dann ist es so richtig kross. Dann packe ich das da drauf. So eine ordentliche Schicht und dann esse ich das einfach, Digga. Junge, du bist halt eine geile Sau. Ich verzichte wirklich komplett auf Milchprodukte eigentlich aktuell, außer bei dieser Sache und es tötet mich. Bruder, aber da ist auch wirklich keine Milch mehr drin. Ich glaube, das ist nur noch molekular nachzuforschen, Milch, aber sonst hat es nichts mit Milch zu tun. Ja, also. I don't know. Aber da brauchen wir eine vegane Alternative, Freunde, bitte macht euch daran. Danke. Ja, Mann. Hört euch die Podcast-Folge mit Joe Rogan an, mit diesem Schlafforscher. Ich verlinke es euch in die Beschreibung. Ich hoffe, ich denke dran. Und ansonsten, Rumatra, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr, sehr gut gefallen mit dir. War wieder sehr nice. Vielen Dank, dass du da sein konntest. Es war eine sehr, sehr lustige Folge. Leute, vergesst auf gar keinen Fall auf Spotify 5 Sterne dazulassen. Das ist wirklich super wichtig. Bitte. Und auf YouTube vorbeizuschauen, falls ihr es noch nicht habt. Da könnt ihr gerne ein Abo da lassen und natürlich ein Like, weil uns gefällt es immer so gut, wenn ihr das macht. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Mach's gut. Tschüssi. Ciao. Tschüss. Bye-bye. Passt auf euch auf.